Wir feiern unseren Gottesdienst am Sonntag, 6. Gesimi, im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch, liebe Glaubensfamilie. Wissen Sie was? Heute feiern wir gemeinsam unseren 90. Online-Gottesdienst. Das ist ja schon ein kleines Jubiläum. Und dazu passen drei tolle Adjektive: lebendig, kräftig und schärfer. Und dass diese drei Worte auch noch auf Gottes Wort bezogen sind, ja, darum wird es in diesem Gottesdienst gehen. Gottes Wort ist lebendig, kräftig und schärfer. Ich wünsche uns eine ermutigende und starkmachende Zeit miteinander. An diesem Morgen mit Worten des 119. Psalmes. Dein Wort, mein Gott, reicht so weit der Himmel ist und bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Deine Wahrheit wehret von Geschlecht zu Geschlecht und das Wort deiner Lippen klingt bis an den Horizont. Ohne dein Wort wäre ich längst vergangen. Und meine Seele wäre verschmachtet. Ich habe es lieb und sinne ihm täglich nach, in schlafloser Nacht oder in der Frühe des Morgens. Dein Wort ist mir wie eine Leuchte in dunkler Nacht. Es ist mir wie ein Licht, das ich in der Dunkelheit den Weg finde und meine Füße nicht straucheln. Ich will mich daran halten und es in meinem Herzen bewahren. Dein Wort, Gott, ist mir Schutz und Schild, das mich erhält und stärkt. Es lässt mich immer wieder aufleben und bewahrt mich davor, zu Schanden zu werden. Dein Wort, mein Gott, reicht so weit der Himmel ist und bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir miteinander und füreinander beten. Guter Gott, wir sind heute in dein Haus gekommen, um durch dein Wort getröstet und gestärkt zu werden. Lass uns in diesem Gottesdienst auf deine Stimme hören und auf sie unser Vertrauen setzen. Sprich mitten hinein in das, was uns bewegt, was uns freut und glücklich sein lässt, oder niederbeugt und bedrückt. Lass uns im Hören auf dein Wort neue Wege finden und ermutigt werden zu neuen Schritten. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag, 6. Gesime, steht beim Evangelisten Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ehre sei dir, Herr. Thank you.
Kirchenfamilie, was für eine Woche im Pfarramt. Zurzeit geht's wirklich rund. Taufanmeldungen, Termine für Trauungen werden festgelegt. Alle Eltern und Brautpaare hoffen auf ein schönes Frühjahr und einen schönen Sommer, um eine schöne Taufe und eine Hochzeit zu feiern. Ich freue mich darüber. Doch dann kommt die Post. Bringt einen Brief, den meine Sekretärin und ich schon vom Umschlag her als einen Kirchenaustrittsbrief erkennen. Zwei Austritte. Das schmerzt. Bei jedem Kirchenaustritt stellt sich mir die Frage, warum? Wo hätten wir als Kirchenfamilie, ich als Pfarrerin, hier viel besser wirken können? Doch dann lese ich den Predigttext für diesen heutigen Sonntag aus dem Hebräerbrief. Dieser Brief ist eigentlich kein Brief, denn er hat gar keinen Absender, keinen Adressaten. Es ist ein Lehrschreiben. Der Verfasser legt die Inhalte des christlichen Bekenntnisses dar und er richtet auch Ermahnungen an seine Leser. Beim Schreiben dieser Worte hat der Schreiber eine Gemeinde vor Augen. Und zwar eine Gemeinde, die im Glauben müde zu werden beginnt, die in der Gefahr steht, dem in Christus angebotenen Heil der frohen Botschaft den Rücken zu kehren. Es ist keine Gemeinde mehr, die von außen her verfolgt wird, sondern die von innen her zu erlahmen droht. Eine Gemeinde, die für sich keine Antworten mehr findet auf die Fragen, was bedeutet mir denn das Kommen Jesu, sein Tod und seine Auferstehung? Wie hören wir noch Gottes Wort? Liebe Kirchenfamilie, in der Flut der Worte, die heutzutage auf uns in allen Medien einprasseln, da hat es Gott schwer, sich mit seinem Wort bemerkbar zu machen. Doch wir wollen diesem Wort Gottes jetzt Raum in uns geben. Ich lade Sie ein, das lebendige Wort Gottes zu hören aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Diese Worte lassen aufhorchen. Gottes Stimme ist da herauszuhören, die uns Lebensmut geben will. Sein Wort hat Schöpfungskraft und Lebenskraft. Sein Wort, so heißt es, ist lebendig und kräftig und schärfer. Was für Adjektive! Im ersten Moment, wenn man sie alleine hört, denkt man an eine Marketingkampagne, vielleicht an ein schönes neues Zeitgeistmagazin, wo Fakten genannt werden, Dinge auf den Punkt gebracht werden, lebendig, kräftig, schärfer. So könnte die Werbung dafür lauten. Oder die Worte hören Sie sich auch an, als ob sie Werbung sind für neue Wellness- und Fitnessprodukte. Doch das ist nicht der Fall, liebe Kirchenfamilie. Hier ist Gottes Wort gemeint. Lebendig, kräftig, schärfer. Und ich durfte erst vergangenes Wochenende erfahren, wie lebendig Gottes Wort ist. Da waren wir mit unseren Konfirmanden unterwegs zu einem Konfirmandentag und haben uns mit dem zweiten Glaubensartikel beschäftigt, dem Leben, Wirken und Handeln von Jesus Christus, was er für unseren Glauben bedeutet. Und wir haben mit den Jugendlichen auch die Ich-Bin-Worte besprochen. 7 Worte gibt's, wo Jesus als der Hirte, der Weinstock, das Brot, die Tür, der Weg, die Auferstehung, all das beschrieben wird. Und schön war zu merken, dass ein uraltes Bild für die jungen Menschen besonders wichtig war. Ich bin der gute Hirte, haben sich viele ausgesucht, diese 18 Konfirmanden. Und für viele war es, dass Gott hier das verkörpert, Liebe verkörpert, dass man sich bei ihm aufgehoben fühlt.
Einer sagte, wenn ich an Gott den Hirten denke, dann weiß ich, dass einer da ist, der auf mich aufpasst. Und ein Junge ergänzte, wie der Hirte die Schafe, so bringt Gott mich immer wieder nach Hause. Anderen gefiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben gut. Und die Jungs gestalteten mit vielen Materialien, die wir dabei hatten, Straßen, wo sie Hindernisse und Umleitung aufbauten. Und sie erklärten, ich weiß, in meinem Leben wird es nicht immer geradeaus gehen. Aber Gott ist da bei mir, wenn die Hindernisse kommen und die Probleme auftauchen. Und wieder andere fanden sich in der Nähe zu Gott in dem Wort, ich bin das Licht der Welt. Und sie sagten, ja, Gott ist bei mir. Und wo Gott ist, da ist Licht, da wird es klar, da sehe ich klar im Leben. Was für eine Freude, dies von 18 jungen Menschen zu hören und im wahrsten Sinne des Wortes zu spüren, dass Gottes Wort lebendig ist, kräftig und auch schärfer, so wie sie das ausgedrückt haben. Mir wurden dabei diese Worte der Predigt viel verständlicher. Und sie klingen dann nicht so bedrohlich, wenn dann auch noch vom zweischneidigen Schwert die Rede ist. Dieses Schwert soll nicht verletzen und töten, sondern sie soll uns Klarheit verschaffen, durch Seele und Geist gehen, Mark und Bein, dass wir spüren, wie gut Gott es mit uns meint. Wer vom Wort Gottes ergriffen wurde, der weiß, dass Gott immer an seiner Seite ist. Gott hat in seiner Geschichte mit uns Menschen von Anfang an gezeigt, dass er immer da ist, dass er mitgeht, auch wenn wir das oft nicht wahrhaben wollen und das Volk Israel sich auch oft geweigert hat, das zu sehen. Und deshalb musste Gott ja noch einmal neu in unser Leben treten durch Jesus Christus. Er hat seinen Sohn geschickt, damit wir erfahren, was seine Liebe und Nähe wirklich bedeuten. Eine Nähe, die uns niemand und nichts nehmen kann. Eine Nähe und Liebe, die für immer und ewig gilt. Jesus Christus musste dafür sterben und auferstehen, damit wir verstehen, was es heißt, bei Gott nah zu sein, Ruhe bei ihm zu finden. Liebe Kirchenfamilie, das ist das Scharfe am Wort Gottes, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Er sich für unsere Sünden, für unser Sünder und Sünderinnensein geopfert hat. Durch Jesus ist alles, was uns von Gott trennt, überwunden. Es ist abgeschnitten. Und uns wird das doch in der Taufe zugesprochen, mit dem Wasser der Taufe. Wenn wir da unsere Kinder taufen und in die Familie aufnehmen, dann waschen wir alles weg von diesem Kind, was es jemals von Gott trennen kann, damit genügend Platz und Raum für seine Liebe und Nähe in dem Leben dieses Menschenkindes ist. Liebe Kirchenfamilie, das ist doch eine Botschaft, die an sich schon durch Mark und Bein geht, die uns durchdringt an Leib und Seele, die uns bis ins Herz geht. Gottes Wort ist lebendig, kräftig und schärfer. In dieser Zeit, in unserer Zeit, ist es wieder wichtig, ganz neu Gottes Wort zu hören und sich Zeit für sein Wort zu nehmen. Ja, es in uns, in der Seele, im Herzen zu spüren und Nähe Gottes darin zu erfahren. Dann wird es auch in mir, dann wird Gott in mir lebendig, kräftig. Und ich kann verändert in meinem Leben handeln und wirken. Gottes Wort ist kräftig und verändert. Bei einer Fortbildung, die ich neulich mitgemacht habe über die 10 Gebote, konnte ich das erfahren. Jeden Morgen hat der Tag mit einer Andacht begonnen und dann in einer persönlichen Bibelbegegnung. Wir haben ein Wort aus der Bibel bekommen und haben uns zu zweit darüber ausgetauscht. Jeder von uns hat gesagt, was er oder sie in diesem Wort liest, was ihn anspricht, was wir dabei fühlen, was es in uns auslöst. Das haben wir uns mitgeteilt.
Und was ich dann erlebt habe, das war kräftig, lebendig und schärfer. Denn dieses Wort hat nach dieser morgendlichen Begegnung den ganzen Tag irgendwie immer wieder mit mir gesprochen. Ich musste immer wieder daran denken. Nach 15 Minuten Auseinandersetzung mit diesem Wort Gottes habe ich es wiederentdeckt. In unseren Gesprächen an diesem Tag. In Erlebnissen. Wir haben auch Filme geschaut. Auch dort war es wieder zu erkennen, wie Gottes Wort in uns wirkt. Gottes Wort, wenn ich meine Ohren und mein Herz dafür öffne, das geht durch Mark und Bein in die Seele, mitten ins Herz. Es wirkt. Und da tut es dann schon weh, wenn dann so ein Brief mit einem Kirchenaustritt oder mehreren ins Pfarramt kommt. Es stimmt mich traurig, aber ich will mich nicht davon unterkriegen lassen, von dieser Traurigkeit. Ich will mich freuen an allen, die hier mit unter Gottes Wort leben und für die es etwas bedeutet. Aber ich möchte gemeinsam mit ihnen, dass wir zeigen, wie lebendig und kräftig und scharf dieses Wort ist. Liebe Kirchenfamilie, Gottes Worte, die können doch auch für uns ganz viel Heimat sein. Ein Ort, in dem ich Vertrauen finde. Ich denke, Sie alle haben das schon erfahren. Wer von Ihnen kennt nicht noch seinen Konfirmationsspruch? Vielleicht haben Sie ihn zu Hause an einer Wand in einem Zimmer hängen oder in einer Schublade versteckt. Aber es gibt ihn irgendwo. Ich habe mir meinen 1980 von meiner Konfirmation selbst ausgesucht. Damals mit 14 wusste ich noch nicht, dass ich einmal Pfarrerin werden würde. Trotzdem habe ich mir schon da viel Zeit genommen, in der Bibel geblättert und nach passenden Worten gesucht, die für mich ein Glaubensmotto für mein ganzes Leben sein sollten. Ich hatte eine Auswahl von Sprüchen, habe meine Eltern gefragt, meine Freunde und auch mit unserem Pfarrer darüber geredet. Dann ist mein Konfirmationsspruch ein Wort aus dem Matthäusevangelium geworden. Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte vergehen nicht. Dieses Wort habe ich genommen, dieses Gotteswort für mich. Mit dem habe ich mich einsegnen lassen. Und dieses Wort begleitet mich 43 Jahre als konfirmierte Christin durch mein Leben und im Glauben. Und es hat mir schon oft ganz viel Kraft gegeben. In vielen Situationen ist es lebendig geworden, wo ich Schönes erfahren habe, wo ich mich freuen konnte. Und es hat mich gestärkt. Es hat mich berührt im Herzen. Es ging mir durch Mark und Bein. Dann, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht mehr weiter, ich verliere den Boden unter den Füßen. Und da wusste ich dann auch, Gott ist da. Wenn alles vergeht, er ist da. Er ist mir nah und er wird mir jetzt helfen, die Kraft nicht zu verlieren. Gottes Wort, kraftvoll, scharf und vor allem lebendig. Das ist doch toll, oder? So hoffe ich, dass alle, die gerade der Kirche und damit auch der Kirchenfamilie den Rücken kehren, sich doch immer mal wieder noch an ihren Konfirmationsspruch, ihr Segenswort zur Ehe oder vielleicht an den Taufspruch ihrer Kinder erinnern oder einem anderen Gotteswort und ihm nachspüren. Nachspüren, welche Bedeutung dieses Wort jetzt noch in ihrem Leben hat. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dann auch Gottes Lebenskraft darin erfahren. Und ich freue mich auf die Taufen. Die vielen kleinen Menschenkinder, die wir jetzt in unsere Kirchenfamilie aufnehmen werden. Und bin gespannt, welche Worte Eltern und Paten ihren Kindern mitgeben wollen, damit sie spüren können, dass Gott uns nah ist, dass sein Wort lebendig ist, Kraft schenkt und manchmal auch die nötige Schärfe behält. Und ich bin gespannt auf die Hochzeitspaare, die sich nun ein neues Gotteswort für ihren gemeinsamen Lebensweg aussuchen. Ein gemeinsames Glaubensmotto, um miteinander und mit Gott unterwegs zu sein. Haben Sie sich schon gerade an ein Gotteswort erinnert? Ich fände es schön,
wenn Sie es heute zum Anlass nehmen, sich mal darüber auszutauschen. In der Familie, mit Ehepartnern, mit Freunden, mit einem Nachbarn. Mal darüber zu reden, was Ihr Wort Gottes, was Sie im Sinn haben, in Ihrem Leben bedeutet und schon bedeutet hat. Wo es Ihnen durch Mark und Bein ging und wo es ein guter Anker war. Erinnern Sie sich, dann wird auch dieses Wort Gottes lebendig und nach außen strahlen. Und dann werden wir lebendige Gemeinde Jesu Christi sein. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Denn es bedeutet Leben und Hoffnung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und ich lade Sie ein, auch zu Hause, auf den Gebetsruf, wir rufen zu dir, mit Herr, erbarme dich, zu antworten. Wir danken dir für dein Wort, du guter und großzügiger Gott. Wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, auch wenn unsere Ohren manchmal gar nicht dafür bereit sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, lass uns nicht unverändert bleiben, wenn wir deine Stimme und dein Wort hören. Lass uns innerlich neu werden, aufgeweckt und engagiert. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, lass unsere Gemeinde nicht unverändert bleiben, sondern lass sie auch nach deinem Wort leben, dass wir ein offenes Ohr haben für die Sorgen und Nöte der Menschen, mit denen wir zusammenleben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, lass unser Dorf, unsere Stadt nicht unverändert bleiben, in der dein Wort verkündigt wird, Tag für Tag. Lass alle, die in ihr Verantwortung tragen, sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und Herr, wir bitten dich, dass dein Wort auch wirkt in unsere Welt, dass deine Botschaft vom Frieden, von den Friedfertigen auch in die Ohren derer dringt, die im Moment an den Grenzen zu anderen Ländern stehen und die mit Krieg drohen. Hilf uns, dass wir in Frieden auf dieser Welt miteinander leben können. Lass uns auf dein Wort achten, damit wir zum Leben gestärkt werden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und alles, was uns noch am Herzen liegt, bringen wir an diesem Tag vor dich und beten miteinander mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Glaubensfamilie, schön, dass Sie diesen Gottesdienst wieder mit uns gefeiert haben. Und wir danken Ihnen auch wieder für die Spenden, die eingegangen sind. Mittlerweile konnten wir einiges für die Technik dafür verwenden. Wir brauchten einen neuen Computer. Der alte war voll mit Material und hat die Arbeitsleistung nicht mehr gebracht. Dank Ihrer Spenden war uns das möglich, das anzuschaffen. Vielen herzlichen Dank. Gott segne Sie in Ihrem Tun und Handeln und mit den Gaben, die Sie geben. Und er segne auch alle Verwendung dieser Gaben. Nun gehen Sie in eine hoffentlich friedvolle Zeit, die vor uns allen liegt, mit dem Schutz und Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.